Also die Sabrina darf da noch mehr umgedreht. Das sind unsere Vita-Kleber selber Querdenkerin. Unsere Querdenkerin. So, auch da nochmal ein recht herzlichen Applaus an unsere, ich sage jetzt mal, an unsere Küken. Die hat sich prächtig geschlagen gestern beim Fotoshooting mit den Motorrädern. Da hat sie gezeigt, dass es nicht abhängig ist von der Böse, sondern sie hat also da wirklich den Bär tanzen lassen. Und die Sabrina, die hat sowieso nichts gefasst an der Geschichte. Und zum Schluss möchte ich Ihnen dann das Germany Next Western Girl vorstellen. Das ist unsere Ramona Schwarz. Sie kommt gebürtig aus Österreich. Sie lebt in Eging am See. Sie lebt auch ihren Traum Western Girl. Sie arbeitet dort bei Pullman City. Und sie hat also diesen Contest gewonnen. Und sie bekommt jetzt natürlich auch ihre Ehrenrunde. Ramona, bitte such dir eine Kutsche aus. Also ich muss da mitfahren, hat es heißen, okay. Setze ich mich bei Magnus hinten drauf, weil den kenne ich schon als Fahrer. Also, viel Applaus für die Ramona, für unser Germany's Next Western Girl. Ja, das macht natürlich riesig Spaß. Da muss ich nur mein Mikro ab und zu mal auf die Seite legen, damit ich hier nicht Also, Applaus für Ramona, für die Siegerin von Germany's Next Western Girl. So, natürlich auch den beiden Fahrern, den Johannes und den Magnus, auch und ihren beiden E-Flughafenfängern, auch nochmal recht herzlichen Dank, dass sie sich bereit erklärt haben, diesen Event von uns jetzt so schön zum Abschluss zu bringen. Also, herzlichen Dank und auch für den Applaus. Und ich darf die jungen Damen dann hier entlassen. Wir treffen uns nochmal ganz kurz zu einer Verabschiedung. Persönlich muss ich mich natürlich von euch verabschieden. Und dann dreht sie ihre Heimreise an. Sie sind also jetzt schon 3,5 Tage hier im Rennen. Hatten sicher viel Spaß, so wie ich das mitbekommen habe. Und im Anschluss dann eine gute Heimreise. Wir werden euch ja noch ein bisschen begleiten zum Flughafen und zum Bus. Und dann treffen wir uns nachher in Flughafen. Also herzlichen Dank und nochmal einen Applaus an die jungen Damen.